Wenn wir jetzt in den Norden schauen, hatte man Kontakt zu denen oder zu Dänemark? Nein, gar nicht. Für uns, für Zivilisten, war die dänische Grenze dicht. Das war gesperrt. Und auch die Insel Sylt war Sperrgebiet. Das waren ja militärische Anlagen. Da konnten wir nur mit der Sonderausweis hin. Das heißt, ich bin erst 47 zum ersten Mal auf Sylt gewesen. Kommen wir gar nicht hin. So, was passierte bei uns in Leck? Im Oktober, September, Oktober 1944 natürlich, wurden Panzergraben gebaut. Ja, war Befehl. Ich habe nicht mitgeschickt. Da war ich dann wohl zu jung. Und da haben die Nazis auch keine Rücksicht genommen. Das wurde, wir hatten in Leck ein Naturschutzgebiet, den Ochsenweg. Längs Ochsenweg alles abgebuddelt, Graben durch. Bis in ein Sumpfgebiet hinein. Also, dort wäre nie ein Panzer hingefahren. War vollkommener Blödsinn. Der Ochsenweg, deshalb Naturschutzgebiet, ist Jahrhunderte alt. Damals wurden Rinderherden von Jütland, Jütland ist der Festlandsteil von Dänemark, bis hier an die Elbe und getrieben und dann auch bei Wedel zum Beispiel über die Elbe gesetzt zum Markt. Und da gab es zwei solche Wege, Ochsenwege, einen an der Westküste und einen an der Ostküste. Der ging bei Leck vorbei und da war noch ein kleines Stück erhalten als Naturschutzgebiet. Das wurde zum ersten Mal dann versaut. In den 30er Jahren hat die SA ins Naturschutzgebiet einen Schießstand gebaut. Na, und Ende 1944 dann eine Panzergraben durch. Das war's. Etwas zur Lage, muss ich nur sagen, Leck liegt am Rand der Geest. Schleswig-Holstein ist ja dreigeteilt, was Landschaft angelangt, geformt von dem Eis der letzten Eiszeit. Der Ostteil Schleswig-Holsteins ist hügelig, der Mittelteil meistens flach und sandig und der Westteil ist angeschwemmtes Gebiet, vom Meer angeschwemmtes Land. Und genau am Rand der Geest liegt der Ort Leck. Am Westrand von Leck ging es in die Marsch. Und daher hatten wir dann auch im Ostteil den Ochsenweg, das sandiges, heiliges Gebiet und Wald.